Vor uns haben wir die Montageanleitung des Mia-Holzbettes. Die Bauteile sind obere Elemente des Kinderbettes, zwei längere Seiten, waagerechter Gitterbogen, Matratze im Set, Schraubensatz und Innensechskantschlüssel, Umbauseite. Zusätzlich benötigen wir zwei Schraubendreher für die Montage. Wir beginnen mit der Montage. Dieser Stift wird mit einer solchen Schraube am Boden befestigt. Ebenso montieren wir Stifte an drei weiteren Seiten. Dies geschieht mit dem mitgelieferten Innensechskantschlüssel. Wir vergewissern uns, dass der Stift richtig positioniert ist. Wir verbinden das Kinderbett mit dem Boden. Für die kleinsten Kinder installieren wir den Bettboden auf der höchsten Ebene. Wir legen den Bettbogen in das liegende Betthaupt und verbinden die Elemente mit dem zuvor montierten Stift. Die Stifte im Bettboden sollten sich auf der Fußbodenseite befinden. Jetzt die längeren Seiten des Kinderbettes. Wir befestigen sie mit diesen Schrauben und dem mitgelieferten Schraubenschlüssel oben auf dem kürzeren Haupt. Genauso gehen wir mit der anderen Seite des Bettes um. Wir müssen das zweite Haupt montieren. Wir befestigen es an dem Bettboden und den längeren Seiten. Schließlich legen wir die Matratze auf. Sein Mikrofaserbezug ist abnehmbar und waschbar. Die Matratze ist weich und komfortabel. Fertig! Das Kinderbett ist ideal für Kinder von der Geburt bis zu 5 Jahren, deswegen kann der Bettboden auf 3 Ebenen eingestellt werden. Wenn wir seine Höhe ändern wollen, machen wir es auf ähnliche Weise wie bei der Montage auf der oberen Ebene. Für die ältesten Kinder tauschen wir die hohe längere Seite gegen eine Umbauseite aus, die ein Herausrutschen des Kindes aus dem Bett verhindert. Zu diesem Zweck demontieren wir die ganze Konstruktion. Wir wählen die Seite, auf der die Umbauseite angebracht werden soll. Wir brauchen diese Elemente, um die Umbauseite an dem Haupt des Kinderbettes zu befestigen. Wir schrauben die Gewindeanschlüsse an diesen Stellen am Haupt des Kinderbettes fest. Und wir verbinden die niedrige Wand mit dem Haupt des Kinderbettes mit Hilfe von Verbindungselementen. Die zweite lange Seite anbringen und mit diesem Schraubensatz verbinden. Jetzt montieren wir den Bettboden. Der im Bettboden befestigte Stift wird in die entsprechenden Löcher an der kurzen Seite des Kinderbettes gesteckt. Wir müssen das Ganze mit dem zweiten Haupt des Kinderbettes verbinden. Wir stecken einen Gewindestift in das Haupt des Kinderbettes. Wir schieben das Befestigungselement in den Rahmen. Seitlich auf den Stift aufschieben. Und wir verbinden das Ganze mit Verbindungselementen. Wir ziehen noch die Schrauben auf der anderen langen Seite fest. Wir legen die Matratze ein und das Bett für das größere Kind ist bereit. Das Kinderbett ist aus Kiefernholz gefertigt und mit ökologischen, ungiftigen Farben lackiert. Es hat abgerundete Kanten für mehr Sicherheit. Mia wird dem Kind viele Jahre dienen. Viel Spaß!